Was macht das Fasten ungültig? Erstens, Essen und Trinken absichtlich. Dazu gehört diese Themen, die Sinn von Essen von Trinken haben, wie zum Beispiel Rauchen oder Spritzen, diese Stärkungsspritzen oder etwas wie Ernährung Spritzen zu nehmen. Das macht auch Fasten ungültig. Dann Barakallahu fikum, Geschlechtsverkehr, ob das jetzt im Halal-Bereich ist, im Haram-Bereich ist, Geschlechtsverkehr macht das Fasten ungültig. Drittens, Erbrechen absichtlich. Das heißt, wenn jemand erbricht, nicht absichtlich, dann sollte man das Fasten weitermachen. Aber wenn man zum Beispiel den Finger in den Mund tut und damit man erbricht, dann ist das Fasten ungültig geworden. Dass man den Islam verlässt. Jemand sage, ich bin kein Muslim oder der macht etwas, was vom Islam ihn ausschließt, dann ist das Fasten ungültig. Die Absicht, dass man nicht fastet, zum Beispiel jemand sagt, morgen werde ich sowieso reisen, abreisen und so weiter, dann brauche ich nicht zu fasten, da macht man keine Absicht. Und da hat man die klare Absicht, heute nicht zu fasten, dann ist das Barakallahu fikum etwas, was das Fasten ungültig macht. Und natürlich Barakallahu fikum bei der Frau. Menstruation und Wochenbett machen das Fasten ungültig und die Frau darf hier nicht fasten.